Pareto-Regel, 80-20-Regel. Schon mal gehört von der Pareto-Regel? Was ist das genau? Was hat das Ganze mit Neukundengewinnung zu tun? Dranbleiben, mehr erfahren, bis gleich nach dem Intro. Ja, hallo, grüße dich. Pareto-Regel 80-20. Vielleicht schon mal gehört, kannst doch gerne googeln auf Wikipedia, ja, wie die allgemeine Definition von 80-20 Pareto ist. Also das ist letztendlich ganz kurz in einer Nutshell, ja, mit 80%, also was jetzt zum Beispiel bei Bestandskunden zum Beispiel, ja, also 20% der Bestandskunden laut Pareto, ja, generieren 80% des Umsatzes. Ja. Ist vielleicht nicht immer so, aber so ist eben die Pareto-Regel. Was jetzt Neukundengewinnung betrifft, am Telefon, ja, in der Telefonakquise, da sagen wir, auch hier gilt die Pareto-Regel, denn wir versuchen zumindest, ja, mit 20% während eines Telefongesprächs 20% zu reden, wir als Verkäufer, und 80% den potenziellen Kunden oder den Bestandskunden reden zu lassen. Warum? Denn ist natürlich klar, der redet, ja, gibt, also der Informationsfluss geht natürlich immer vom Sprechenden zum Zuhörer, ja, und nicht umgekehrt, ja. Und deswegen ist auch Fragestellungen sehr, sehr wichtig, und dass man auch nicht nur einfach eine Menge Fragen stellt, ja, sondern offene Fragen stellt, das heißt kurze, knappe, offene Fragen, worauf man sozusagen eine ausführliche Antwort dann auch zu erwarten hat. Ne? Also für geschlossene Fragen bedeutet ja, also hier nochmal das Video dazu, geschlossene, offene Fragen. Bei geschlossenen Fragen hat man letztendlich nur eine Antwort ja oder nein. Ja? Und deswegen ist es so wichtig. Hier nochmal ganz kurz zum Thema Leitfaden. Ja? Also es gibt ja viele, also ich würde mal sagen, sogar die meisten Agenturen da draußen, die schwören ja auf den Leitfaden. Ja? Also Leitfaden ist ja sozusagen Teil des Projektes. Ja? Aber meine persönliche Meinung, und ich teste auch häufiger, ja, solche, ja, leitfadenbasierten Verkaufsgespräche. Also ich bin halt dann einfach Interessent und möchte halt irgendwas kaufen. Ja, was weiß ich, eine schöne, teure Uhr, und ich weiß ganz genau, die wird über ein Sales-Team mit strikten Leitfäden eben verkauft, ja, und dann rufe ich dort an und interessiere mich halt für eine schöne neue Uhr, eine Rolex oder irgendwas. Hören wir dann mal an, okay, wie die so verkaufen. Und manchmal ist es halt so, dass man einfach, ja, wenn man strikt mit Leitfäden arbeitet und mit Skripten sogar, und die werden einem einfach dann so runtergerattert, ja, so vorgelesen, ja. Ich kann davor wirklich nur warnen, dass im High-End-Segment, ja, wenn es um komplexe, sehr erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen geht, die teilweise 6-, 7-, 8-stellig sind, ja, also 8-stellig nicht, aber 6-, 7-stellig, ja, auf jeden Fall. Man hat es hier häufig mit sehr, sehr, sehr alten Business-Hasen zu tun, ja, also sehr ausgefuchsten CEOs, COOs und so weiter. Und wenn du hier jetzt mit einem Leitfaden arbeitest, ja, und den einfach so runterliest, das merkt wirklich jeder. Also wenn ich es merke, dann merken es sämtliche CEOs und CIOs und IT-Leiter und Produktionsleiter und E-Commerce-Leiter und so weiter und so weiter und so fort, merken das sofort, wenn du einen Leitfaden benutzt und den einfach nur so vorliest. So, das soll es gewesen sein zu diesem Punkt. Wenn dich dieses Thema weiter interessiert und du einfach mal mit uns ein kostenloses Erstgespräch möchtest, du bist vielleicht IT-Leiter, Verkaufsleiter oder Marketingleiter oder Unternehmer, hast ein IT-Systemhaus, bist sehr spezialisiert, willst einfach hier nochmal ein bisschen mehr Bums reinkriegen in deiner Neukundengewinnung, dann melde dich einfach hier unten mit dem Link zum kostenlosen ersten Gespräch bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.